Als Designer Pietro Frua den Lamborghini Faena 1978 auf dem Turiner Automobilsalon vorstellte, polarisierte der 5,49 Meter lange Wagen die Messebesucher. Nicht jeder war für das extravagante Design zu begeistern. Doch Autojournalist Max Stob schrieb beeindruckend: Frua gelang einmal mehr das Kunststück, eine viertürige, langgestreckte Berliner auf einem Gran Turismo-Chassis zu setzen und sie mit vier komfortablen Sitzen auszurüsten, ohne dass die Form des Wagens darunter litt. Tatsächlich ist die elegante, flache Form des Viertürers bestechend. Denn trotz ausgesprochen komfortablen Platzverhältnissen im Inneren verliert die Limousine nichts an ihrer sportlichen Leichtigkeit. Aufgebaut ist der Lamborghini 400 GTS Espada 4P Faena auf einem Lamborghini Espada 2 mit Serienkarosserie von Bertone. '78 erfolgte dann der Umbau zum Fließheck-Coupé und die neue blaue Lackierung durch das Studio Tecnico Pietro Frua in Turin. Selbsttragende Karosserie mit Plattformrahmen in Halbschalenbauweise wurde um 178 mm verlängert und mit zusätzlichen Verstärkungen versehen. Nach einer weiteren Präsentation, diesmal auf dem 50. Genfer Automobilsalon 1980, bekam der luxuriöse Faena zusätzlich einen automatisch einstellbaren Fahrersitz und ein elektrisches Schiebedach. Angetrieben wird der sportliche Viersitzer von einem längsliegenden, wassergekühlten V12 4-Liter-Motor, Typo L403. Motorblock und Kopf sind aus Aluminiumguss. Je zwei kettengetriebene obenliegende Nockenwellen steuern je eine Zylinderbank. Für die Gemischaufbereitung sorgen 6 Weber Querstrom-Doppelvergaser. Damit erreicht der Motor ein Leistungsvolumen von 350 PS bei drehfreudigen 7500 Umdrehungen in der Minute. Zu seiner Zeit war der Faena mit einer Höchstgeschwindigkeit von 243 km pro Stunde der schnellste Shooting Brake überhaupt. Dabei verbraucht er zwischen 16 bis 18 Liter auf 100 km, denn das hohe Gewicht von 1835 kg fordert sein Tribut. Entgegen der eigentlichen Tradition im Hause Lamborghini, die Fahrzeuge nach berühmten Kampfstieren zu benennen, bekam die Schöpfung von Frua den Namen Faena, dem finalen Stoß des Toreros entsprechend.